Wenn du es nur mit Idioten zu tun hast, in deinem ganzen Leben ständig überall nur Idioten, dann hat das den großen Vorteil, dass dein wunderbares Licht in dieser Finsternis der Idiotie, die dich überall umgibt, wunderbar strahlen kann. Aber es hat den großen, massiven Nachteil, dass höchstwahrscheinlich in dieser finsteren Idiotenmasse, die dich umgibt, du dich bei einem Idioten grundsätzlich täuschst, und das bist du selbst, weil man kann nicht mittel- oder gar langfristig nur von Idioten umgeben sein und es ändert sich nichts, sondern wenn man dauerhaft nur von Idioten umgeben ist, dann bedeutet das, dass man selbst ein Idiot ist. Das ist die traurige Wahrheit. Mach dir das klar. Wenn du nur von Idioten umgeben bist, dauerhaft, dann bist du selbst ein Idiot. Was ist ein Idiot? Die Frage können sehr viele Menschen nicht beantworten. Ein Idiot ist eigentlich so vom Wortstamm her, dem alten Griechischen, ein Mensch, der auf das eigene eben beschränkt ist, der einen ganz engen Horizont hat auf vermeintliche Eigeninteressen, was sich dann desaströs schon im näheren Umfeld auswirkt, aber darüber hinaus in den größeren Zusammenhängen dann noch mehr. Meiner Meinung nach ist ein echter Idiot, ein Vollidiot, letztendlich ist ein Vollidiot ein Mensch, der nicht das aus seinem Leben macht, was er als Mensch daraus machen kann. Und dazu gehört nicht Geld, dazu gehört nicht Bildung, dazu gehören nicht gute Umgangsformen oder was auch immer. Sondern das, was der Mensch aus seinem Leben machen kann, das ist, weil er ein Mensch ist, die Gottesbeziehung aufnehmen. Und von dort her empfängt er dann die Nicht-Idiotie, die besseren Umgangsformen, wirtschaftliche Verhältnisse, die sich ordnen und insgesamt gesehen ein soziales Umfeld, was durch das echte Licht, nämlich den Gottesbezug, sich zum Lichtvollen hin umwandelt. Gott ist Licht. Und der Mensch ist das einzige Wesen in der sichtbaren Welt, das etwas von Gott hat. Jesus hat gesagt, Gott ist Geist und der Mensch ist das einzige Wesen in der sichtbaren Welt, das auch Geist hat. Mit diesem Geist kann der Mensch sich Gott zuwenden und er kann sogar mehr als das. Er kann den Geist Gottes erhalten. Den einen ungeschöpflichen Geist Gott, den Geist Gottes, kann er, das geschöpfliche Wesen, der Mensch, der einen geschöpflichen Geist hat, erhalten. Das geschieht, indem man Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt. Wer das tut, der hält den Heiligen Geist. Und im Heiligen Geist ist keinerlei Idiotie, sondern der vollkommene Überblick von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und im Heiligen Geist ist dann auch die Weisung und die Motivation, genau das zu tun, was weiterhilft, dir individuell, aber auch deinem näheren Umfeld und insgesamt gesehen, also auch zum Beispiel ökologisch. Ohne Gott nichts Gutes. Das ist ein Grundsatz, der ist sehr einfach und der ist sehr richtig. Einer ist gut Gott. Du kannst, mach dir das klar, ohne Gott nicht wirklich etwas Gutes tun. Vielleicht tust du etwas sehr Gutes scheinbar, aber wenn du dann die Konsequenzen sehen könntest oder die Konsequenzen der Konsequenzen oder die Konsequenzen der Konsequenzen der Konsequenzen und so fort, dann würdest du sehen,
dass dieses vermeintlich Gute ziemlich schnell mindestens ins Neutrale hinausläuft. Wenn du etwas Gutes tun willst, mit Ewigkeitsbezug, dann brauchst du den ewigen Gott, den Geist Gottes, und den erhältst du aber nur, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, denn nur wenn du das für dich annimmst, was Jesus am Kreuz getan hat, nur dann kann sich der Gottesbezug in deinem Leben wirklich herstellen. Du brauchst das, was Jesus am Kreuz getan hat. Du brauchst Jesus Christus als deinen Herrn und Retter. Du brauchst die Sündenvergebung. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, erhältst du die Sündenvergebung und wirst damit paradiestauglich. Aber du erhältst eben, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, erheblich viel mehr als die Sündenvergebung. Du erhältst die eine wirkliche, echte Nicht-Idiotie, den einen ungeschöpflichen Geist, den Geist Gottes. Und in diesem Geist kannst du dann nicht idiotisch wirken, während vorher du dich vielleicht für einen besseren Menschen hältst als deine Umwelt, bloß weil die vielleicht ein bisschen weniger Bildung hat oder schlechtere Umgangsformen hat. Du täuschst dich, du brauchst den Heiligen Geist, und dann kommt es nicht auf deine Bildung und auf deine Umgangsformen, auf dein Vermögen, auf was auch immer an, sondern dann kommt es darauf an, dass du auf die Stimme des Heiligen Geistes hörst, denn dadurch wird dein Leben geistlich fruchtbar. Der Heilige Geist hat Gaben für dich, und in dem Maße, wie du die umsetzt, wird dein Leben geistlich fruchtbar. Der Heilige Geist führt dich fruchtbar, geistlich fruchtbar durch den Rest deiner Lebenszeit. Und am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich, Hades, Sheol. Dort findet statt der Totenschlaf, die Totenruhe. Ganz am Ende der Zeit findet die Auferstehung statt, und wer in seiner Lebenszeit, also rechtzeitig in der Zeit, in diesen paar Jahrzehnten, die Bibel nennt sogar eine Zahl, maximal 120 Jahre, 12 Jahrzehnte, 1 Mose 6, Vers 3, bevor Gott die Sintflut über die Welt kommen lässt, sagt er, ich gebe dem Menschen jetzt 120 Jahre zu leben. Wenn du in dieser kurzen Lebenszeit, maximal 120 Jahre, Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hattest, und sei es auf dem Sterbebett, in deiner letzten Minute, in deiner Sterbensminute, dann stehst du ganz anders am Tag der Auferstehung auf, gehst ganz anders unter den Milliarden Auferstandenen heraus aus dem Hades Sheol, dem Totenreich, in das Endgericht vor Gott am letzten Tag. Du gehst hinaus aus dem Totenreich in einem eigentümlichen Glanz, in einer wundersamen Herrlichkeit, in einem weißen Gewand. Und so gehst du in das Endgericht und hast dort keinen Stand, denn an dir hängen keine Sünden, da ist nichts mehr zu richten. Und deshalb wirst du hindurchgewunken, nicht weil du kein Idiot warst, sondern weil du in deiner Lebenszeit eine einfache kindliche Entscheidung getroffen hast. Für Jesus Christus als deinen Herrn und Retter. Damals, als du diese Entscheidung trafst, da wanderten deine Sünden an das Kreuz. Du erhieltest den Heiligen Geist, fruchtbare restliche Lebenszeit, geruhsamer Totenschlaf, wenn du auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört hattest. Und so wirst du nun hindurchgewunken durch das Endgericht hindurch. Egal, was dein Bildungsstand war in deiner Zeit, egal, was dein Vermögen war, egal, was deine Umgangsformen waren. Und wenn du über lange Zeit nur von Idioten umgeben warst und hattest dich entschieden, Jesus Christus als deinen Herrn und Retter anzunehmen, dann wirst du am letzten Tag durch das Endgericht hindurchgewunken in das Paradies. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du dich an diesem letzten Tag wundern wirst, dass da der ein oder andere Idiot aus deinem Leben auch hindurchgewunken wird. Warum? Weil er
Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte in seiner Lebenszeit und dadurch die Wendung geschafft hat. Weg vom Idiotendasein, hin zum göttlichen Dasein, zum Dasein im Heiligen Geist. Und je nachdem, ob der Mensch dann gehorsam war, war sein Leben fruchtbar, mehr oder weniger geistlich fruchtbar. Und er wird hindurchgewunken durch das Endgericht hindurch. Und du wunderst dich über manche Idioten aus deiner Lebenszeit, die hindurchgewunken werden, während andere tolle Leute, die tolle Titel haben, die Nobelpreise errungen haben, die Menschenehre erhalten haben, noch und noch, wenn die da bekleckert, ohne weißes Gewand, ohne Herrlichkeit, wundersamen Glanz, im Endgericht stehen bleiben und ihr Urteil erhalten. Also, geh runter vom Weg der Idiotie. Wir sind alle Menschen, wir alle, die wir hier leben in dieser Welt, sind mehr oder weniger idiotisch. Und wenn wir aussteigen wollen aus der Idiotie, gibt ein ernstes Wort von Jesus, dass der Teufel der Führer dieser Welt ist. Der Teufel ist aus der geistlichen Sphäre heraus der Führer dieser Welt. Und deshalb ist die Welt so idiotisch. Und wir gehören alle dazu, wir sind alle in der Welt. Aber wir müssen nicht von der Welt sein. Wir können, auch wenn wir in der Welt sind, können wir aussteigen, geistlich aussteigen, den Heiligen Geist erhalten, indem wir Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Und das Ende davon ist das Paradies, Gottes Segen. Amen.